Version 8. Leitstelle Kreuz-Heinsberg, verstanden. Tag, hier ist die Nelly Moog und ich befinde mich hier in Dahlheim-Rötgen, Klosterweg. Hier steht auf der Straße ein brennendes Auto. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, das müsste Folge 11 sein. Wegberg Version 8. Hat sich nichts dran geändert. Ja, mit der Meldung des Anrufers, ja, klingt stark nach einem klassischen PKW-Brand. Ich würde sagen, wir alarmieren Feuer 1 und statt der Löschgruppe 32 nehme ich mal die Löschgruppe 31. Die, ja, schenken sich beide nicht viel bei der Ankunftszeit in Dahlheim-Rötgen. Jedoch, ja, haben wir hier ein Fahrzeug, was sich ja einer meiner Zuschauer gewünscht hat in den Kommentaren, das dürfte hier bei der Gruppe dabei sein. Von daher passt das jetzt auch mit Dahlheim-Rötgen. Genug geschwätzt, wir alarmieren mal. Dann warten wir noch kurz auf den Melder. Und sobald der Melder dann gleich da ist, können wir auch schon rüber wechseln. Für die Jungs aus Wegberg direkt gibt es dann heute nicht mehr viel zu tun. Solche Tage soll es auch mal geben. Wie viele Boys hätten wir denn da? Einen, ja, und noch einen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ist wie immer, ne? So, Einsatz Löschgruppe Wildenrad, Feuer 1, Wegberg, Dahlheim-Rötgen, Klosterweg, auf der Straße, PKW-Brand, Anrufer war die Frau Moog. Meldung bestätigen wir und dann wechseln wir mal nach Dahlheim-Rötgen und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer gleich vor Ort. So, herzlich willkommen in Dahlheim-Rötgen. Da haben wir schon eine dicke schwarze Rauchsäule. Und ja, hier brennt ein alter Fendt. Ich weiß gar nicht, ist das ein Fendt GT? Ich bin nicht ganz Fendt bewandert, außer den 1050er, 900er, 700er. Kenne ich jetzt nicht allzu viele. Ja, das LF20 stellen wir mal ja, hier hin. Und das LF20 Cutschutz, was sich gewünscht wurde, dass man das mal sieht, stellen wir in die entgegengesetzte Richtung. Dann können wir hier gleich links und rechts die Straße schön zumachen mit Absperrhütchen. Leitstelle Heinsberg, Wegberg 31, LF20. Kommen Sie. Ja, wieder eine genervte Leitstelle. Wegberg 31, LF20 aus zur Einsatzstelle, Stärke 121, 4 AGT. Verstanden. So, da kommt schon das LF20, mit dem ja, gehen wir gleich mal im Schnellangriff voraus. Ich sehe gerade, hier haben wir auch schon einen Hydrant. Hier Florian Wegberg 31, LF20, KS 024. Mit 3 AGT. Das ebenfalls verstanden. So, jetzt müssen wir gleich aufpassen, sonst wird das hier ja, ein Riesenfeuerchen. Ja, wir setzen direkt mal noch den Schnellangriffsverteiler. Ist jetzt natürlich wieder Paradebeispiel. Wir haben natürlich keinen normalen Feuerwehrmann gerade da, um den Hydranten zu setzen. Der andere ist schon im PA gekleidet. Wir geben dennoch mal jetzt eine Rückmeldung. Leitstelle von Wegberg 31, LF20. Hoffen, dass das LFK-Schutz gleich da ist. Kommen Sie. So, wir geben eine Rückmeldung und ich hätte auch gleich nochmal die Polizei an der Einsatzstelle. Hier Wegberg 31, LF20. Rückmeldung, Einsatzstelle. Feuer 1. Brennt BKW in voller Ausdehnung. Feuer noch nicht unter Kontrolle. Eindruck unter PA mit Schnellangriff vor. Weitere Rückmeldung von der Einsatzstelle folgt. 1900 Liter haben wir noch. Das wird eine Weile halten. Ja, auch verstanden. So, jetzt setzen wir erstmal den Verteiler schnell dahin. Ja, das LF-Cut ist auf der Map. Zur Einsatzstelle. Die Pol stellen wir mal ja, hier. Ja, Polizei zur Einsatzstelle, Leitstelle Kreuz-Heinsberg, verstanden. Hinter das LF. Und dann kann sich der Kollege hier gleich nochmal ein Strahlrohr schnappen. Ja, ich hoffe, das geht nicht aufs Gebäude über, sonst wird das hier echt gleich eine üble Nummer. 1600 Liter, egal, komm, wir schließen das jetzt einfach mal am Verteiler an. Das kann hier wirklich mies ausgehen.
Hoffentlich ist hier eine gescheite Besatzung drauf. 6 Mann, immerhin. So, start du mal gleich deine Pumpe. Du kannst hier direkt mal gleich ein Standrohr nehmen. Du schnappst hier auch gleich mal ein Strahlrohr. Du auch. So, das Feuerchen geht gut ab hier. Standrohr haben wir hier. Das packen wir gleich daran. Komm, die Wiese ist mir egal. Ich habe keinen Bock, dass mir hier die Hütte gleich abfackelt. Wie viel Wasser haben wir denn noch dran? Na, 948 Liter. Wir hätten jetzt hier nochmal schnell mit dem Schnellangriff rausgehen können. Gut, ändert jetzt auch nichts an der Tatsache. Der Kollege hat schon mal einen Schlauch. Das dürfte für die kurze Distanz hier gleich reichen. Und das Wasser verschwenden wir jetzt nicht hier, sondern hier drüben, bitte. Eieieiei. Ja, jetzt dürfte das Wasser natürlich gleich leer sein. Ja, hier haben wir jetzt richtig Action mal. So, aber das passt perfekt. Schließ den an, zack, gleich ans LF dran. Und dann gib mal Vollgas. Ah, ich habe hier echt immer noch so ein bisschen Bammel, dass mir hier gleich der Bauernhof abfackelt. Man sieht halt auch relativ schlecht durch den dichten Rauch, ob es schon an der Hausmauer brennt oder nicht. Ich kann immer nur erahnen. So, hier haben wir mal einen LF-Cuts. Ein ja, Magirus LF-Cut-Schutz mit MAN-Kabine vorne dran. Hensch Novas auf dem Dach. Ja, und so komische Frontblitzer, die hier um die Ecke gebaut wurden. Ja, sieht nach Sparmodell aus, aber so ist das halt bei den öffentlichen Fahrzeugen. Ja, das Feuer wird hier immer größer. Wir können mal eine neue Rückmeldung noch an die Leitstelle geben, dass die auch weiß, was hier gerade abgeht. Leitstelle Heinsberg, Wegberg 31, 1120. Bei Wegberg 31, 1120. Weitere Rückmeldung von der Einsatzstelle. Feuer noch nicht unter Kontrolle. 3 Rohre vorgenommen. 2 Trupps unter PA im Einsatz. Ja, jetzt haben wir den Super-GAU. Die Polizei an der Einsatzstelle eingetroffen. Das Dach hier oben fängt an zu brennen. Ja. Statt Unfallsicherung können wir eigentlich direkt mal anfangen, hier gleich eine große Wasserversorgung aufzubauen. Ich würde jetzt direkt auch gleich mal noch nachalarmieren. Weil das Feuer, ja, scheint dieses Mal richtig Lust zu haben. Eine Drehleiter wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ich hoffe einfach echt, dass ich das hier halbwegs unter Kontrolle kriege und mir der Dachstuhl nicht gleich abfackelt. Jetzt holen wir mal noch die Löschgruppe dazu. Der Telefon Wegberg 31, 1120. Und ja, wie gesagt, jetzt werden wir erstmal nachalarmieren. Wegberg, 31 LF20. Kräfte nachfordern, und zwar nehmen wir noch die Löschgruppe 32, ja, und Gas. Ja, einmal die Löscheinheit Aspec zur Einsatzstelle. Nachalarm für die Löschgruppe Aspec, Leitstelle verstanden. Ja, ich hoffe, das kriegen wir ohne Drehleiter gewuppt. Alarmiere jetzt erstmal vorsichtig, denn der Platz ist eh bedingt und die Wasserversorgung könnte gleich auch noch ein spannendes Thema werden. Hier hätten wir noch den nächsten Hydranten, hier oben haben wir noch einen, aber so wie ich Wegberg kenne, ist davon sowieso bestimmt wieder einer kaputt. Ja, also es bleibt weiterhin spannend, es könnte schlimmer sein, ich habe das relativ gut unter Kontrolle, naja, gut ist relativ, es läuft zumindest. Jetzt platzieren wir mal die anderen Fahrzeuge. Aber die brauchen alle noch eine ganze Weile. Das HLF 280 Sekunden, das TLF dann als nächstes. Aber das HLF, ja, da werden wir von hier hinten nochmal einen Angriff starten. Löschgruppe Asbeck, ja, immer noch Feuer 1, Klosterweg, Brand auf PKW. Meldung ist uns ja bereits bekannt, das ist eine Nachforderung. Das TLF packen wir jetzt mal hier hin und den ELW stellen wir mal entspannt hier an die Seite ran.
So, lösch du mal da drüben, nicht, dass das Feuer wieder abhaut. Das ist aber auch ja, eine ekelhafte Stelle mit dem ganzen Grünzeug hier. Den Schnellangriff habe ich vorhin wieder abgebaut, weil die Wasserleistung einfach nicht ausgereicht hat. Ich lasse den Kollegen hier mit dem PA nochmal einsteigen. Vielleicht kann ich dann den Schnellangriff nochmal aktivieren. Dann können wir zumindest kurzzeitig nochmal die Jungs hier an der Front unterstützen. So, Schnellangriff, ja, bereits vorgenommen. Das ist jetzt mein Fehler gewesen, weil ich ihn wieder eingerollt habe. Macht aber nichts, kannst du mal auf die Liste schreiben. Vielleicht kann man den ja wieder benutzbar machen. Wäre auf jeden Fall eine feine Sache, zumindest bei der Situation gerade. Es qualmt hier irgendwie schon verdächtig unter dem Dach. Ja, schwierig. Der Fan ist mir eigentlich gerade relativ egal, ob der jetzt brennt oder nicht. Der wird sowieso noch eine Weile brennen. Aber wir können ja schon mal das nächste Standrohr einfach aufbauen. So, jetzt habe ich mich verklickt. Jetzt wird er natürlich erst das Strahlrohr nehmen. Ja, komplizierte Sache dieses Mal. Aber ich wollte immer Action haben. Jetzt haben wir zumindest mal Action. Ja, ich glaube, ich gehe auch pro forma jetzt einfach nochmal auf Feuer 2 hoch. Sicher ist sicher. Haltestelle Heinsberg, Wegberg 31, 1120. Die Haltestelle Kreis Heinsberg, kommen. Ja, erledigt. Jetzt habe ich im falschen Moment geklickt. Dann kommen wir halt nochmal mit der 5 und warten kurz. Was sagen denn die Zeiten? Heinsberg, verstanden. 143 Sekunden, 187 Sekunden. Funken wir nochmal dazwischen, wir haben es dringend. Leitstelle Kreis Heinsberg, Wegberg 31, 1120. Die Leitstelle Heinsberg, warten. Ja, jetzt geht das Worst-Case-Szenario los. Jetzt können wir eigentlich direkt hier von der Seite reinfahren und gleich auch hier im Innenhof nochmal einen Löschangriff aufbauen. Sonst wird das gar nichts mehr. So schnell kann ein PKW-Brand außer Kontrolle geraten, wobei PKW... der gute Fendt GT. Ich meine, es sei ein Fendt GT. Könnt mich gerne verbessern. Und auch sonst, wenn dir das Szenario gefällt bis hierhin, würde ich mich über ein Abo und über einen Kommentar sehr freuen. Schwierig. Ich hoffe, dass jetzt endlich mal jemand kommt. Wir geben nochmal generell auch eine Einsatzrückmeldung. Was vor Ort gerade abgeht. Kommen wir nochmal mit der 5. Ja, das Feuer frisst sich. Ich weiß nicht, ob sich das hier drin durchfressen kann. Ich hoffe, dass dieser Tank hier nicht explodiert. Je nach Feuerlänge kann ich hieraus auch vielleicht einen Zweiteiler machen. Ja, jetzt brennt der Tank. Das ist top. Das heißt, das LF hier vorne bringt uns mal gar nichts. Das HLF. Wir setzen das jetzt mal um. Hier mehr oder weniger in den Innenhof, da sehe ich einen Hydranten, das ist schon mal gut. Ja, schwierig. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir lassen das mal Safety First hier draußen. Nicht, dass da drin irgendwas schief geht. Darf ich jetzt sprechen? Ja, irgendwie darf ich nicht sprechen. Auch okay. Ja, der Tank kann dann doch explodieren, damit war dann meine Frage beantwortet. Und jetzt wird es hier langsam ein bisschen wilder, ein bisschen ungemütlicher auch. Bei Wegberg 31, LF20. Ja, jetzt dürfen wir sprechen. Dann machen wir das doch auch mal. Rückmeldung, Kräfte nachfordern. Stichwort Einsatzerhöhung. Weitere Rückmeldung von der Einsatzstelle Dahlheim-Röttgen, Klosterweg. Das Feuer hat sich weiter ausgebreitet. So, irgendwo kommt der SK. Hier. Wir gehen auf Feuer 2. Zugalarm haben wir schon da. Technische Einsatzleitung. Ich hätte gerne noch die Drehleiter da. Die lassen wir uns mal bringen. Alarmstufenerhöhung Feuer 2. Ja, einmal die DLK sowie einen Rettungswagen zur Einsatzstelle. Ja, hier drin knallt es ordentlich. Wir sollten Gas geben. Feuer 2.
die DLK sowie einen RTW zur Einsatzstelle verstanden. Sehe ich das richtig? Wir haben hier keinen einzigen AGT-Träger auf dem Fahrzeug. Ist nicht euer Ernst. Hier ist der Wegberg EW13002 davon ein Atemschutzgeräteträger. Da haben wir ein AGT drauf. Ja Jungs, ich kann es nicht ändern, ne? Dann müsste er jetzt. 02 davon ein AGT. Dann müsste er jetzt mit Sicherheitsabstand mal so draufhalten.